Ein weiteres Produkt, das uns aufgefallen ist und das man im Sommer wunderbar unter der exklusiven Glatzsonne trinken kann, ist das lokale Zürichwasser 37. Ein Wasser, das im Gebiet vom Ödleberg aus insgesamt 120 Quellen gefasst wird. Also das Wasser gibt es schon sehr lange. Also das Wasserrecht ist auf der Liegenschaft Rönnweg 35 und 37. Wir haben das historisch aufgearbeitet. Und darum heisst es nachher auch lokales Wasser seit 1529. Weil 1529 oder im 16. Jahrhundert hat der damalige Besitzer von dieser Liegenschaft hier am Rönnweg der Stadt eine Quelle abgetreten im Jütlebergebiet und hat dafür das Recht bekommen, eine gewisse Menge aus dieser Albisriederleitung Quellwasser zu beziehen. Die Quelle gehört heute der Stadt Zürich. Das Wasser zeichnet sich durch eine einzigartige Qualität und Mineralisierung aus. Frisch ab Natur. Unbehandelt wird das Wasser hier am Rennweg abgefüllt. Von dem Quellwasser profitieren allerdings nur Gastrobetriebe, die in der Region angesiedelt sind. Unsere Idee ist auch, dass wir die Distribution nur in einem Umkreis von 10 km machen. Also wenn jemand in Basel das lokale Wasser 37 aus Zürich bestellen will, machen wir das nicht. Wir hoffen, in einem späteren Zeitpunkt, vielleicht in Basel und in Bern, in der grösseren Stadt, eben so eine Idee mit Partnern von dort können zu realisieren. Der Vertrieb des Wassers passiert direkt oder über Interkomestible im Radius von 10 Kilometern. Die Monatsproduktion liegt aktuell bei 80.000 bis 100.000 Flaschen. Beim Trinken des Zürcher Quellwassers leisten die Konsumenten außerdem einen aktiven Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen. Also wir haben eine Studie anstellen, eine Ökobilanz, spezifisch ein Vergleich von Wasser, das vom Rönnweg in diesen 10 km Umkreis in die Gastronomie geht, im Vergleich zu importierten Wasser, Mineralwasser, die aus dem Ausland kommen, einfach ein Durchschnitt. Und das ist eine sehr spannende Bilanz. Also man spart etwa 80% ein, wenn man lokales Wasser statt importiertes Wasser konsumiert.